Und deshalb bleiben immer berechtigte Zweifel, wie es in der Rechtsprechung so schön heißt. Also war der Einschläger vor der Küste von Mexiko der einzige Täter, der die Dinos umgebracht hat, oder war das eine Verkettung von unglücklichen Umständen? Um zu erfahren, welche schauerliche oder auch weniger fürchterliche, auf jeden Fall sehr faszinierende Gestalten das damals so waren, versucht man heute allen Ernstes, die Echsen der Urzeit wieder zu neuem Leben zu erwecken. Erneut kam es zu Schäden durch Raptoren. Die kleinen Saurier dringen immer weiter in unsere Städte vor. Auf der Suche nach Nahrung werden sie zur echten Plage. Bewohner dieser Siedlung sind verunsichert. Wie kann man sich vor den Tieren schützen? Solch ein Szenario ist heute reine Fiktion. Doch Forscher arbeiten daran, den Traum vom Wiederaufleben der Saurier Wirklichkeit werden zu lassen. Anhand von Fossilfunden versuchen sie nachzuvollziehen, wie die Tiere einst aussahen. Mithilfe moderner Technik ist das leicht möglich. Zunächst rekonstruieren Wissenschaftler das Skelett, dann bilden sie die Muskeln und schließlich die Haut nach. Und so sieht er aus, der Dino aus dem Computer. Doch die Rückkehr der lebendigen Saurier, wie realistisch ist diese Vision? Wissenschaftler versuchen, aus fossilen Knochen Erbmaterial zu gewinnen. Ihr Ziel, mithilfe der DNS einen Dinosaurier wiederzubeleben. In Dünnschnitten der Knochen entdecken sie vielversprechende Hohlräume. Dort, wo einst Blutgefäße verliefen, fanden im Laufe der Jahrmillionen chemische Veränderungen statt. Mineralien ersetzten die organischen Substanzen. Eine exakte Steinkopie der Knochen entstand. Teile des fossilen Knochens lassen sich aufbereiten. Sie geben die verschiedensten biologischen Moleküle preis, aber keine DNS. Hollywood ist längst einen Schritt weiter. Szenen aus dem Film Jurassic Park. Eine in Bernstein eingeschlossene Mücke hat noch einen Tropfen Dinosaurierblut in sich. Daraus isolieren Wissenschaftler das Erbgut. Bald darauf schlüpfen geklonte Dino-Babys. Nur Hollywood-Fantasien? Wissenschaftler gehen diesem Mücke-in-Bernstein-Mythos tatsächlich nach. Sie suchen nach der Nadel im Heuhaufen. Ihre Vision? Vor über 65 Millionen Jahren attackiert ein blutsaugendes Insekt eine Urzeitechse. Kurz darauf wird es in Harz eingeschlossen, der zu Bernstein wird. Diese Vorgänge geschehen in rascher Folge, sonst wäre das Dino-Blut bereits vor der Konservierung verdaut. Die Hoffnung ruht also auf einer recht unwahrscheinlichen Kette von Zufällen. Doch nur sehr selten findet man Einschlüsse von Blutsaugern, wie viel seltener solche, die auch noch aus der Zeit der Saurier stammen und soeben einen Saurier gestochen haben. Die Wiederbelebung der Urzeitgiganten durch alte Dino-DNS scheint unmöglich. So unglaublich es klingt, die Saurier sind gar nicht völlig von der Erde verschwunden. Zumindest Teile von ihnen sind unter uns. In jedem Geflügel, das wir essen, stecken Relikte der Dinosaurier. Untersuchungen zeigen die nahe Verwandtschaft der Urzeittiere mit Vögeln. Gemeinsame Merkmale sind beispielsweise das Gabelbein und das flexible, faltbare Handgelenk, das sich seitlich abknicken lässt. Es sind Indizien dafür, dass Vögel und Dinosaurier gemeinsame Vorfahren haben. Verfolgt man ihren Stammbaum, so zeigt sich die enge Verwandtschaft. Vögel sind im Grunde genommen eine Gruppe der Dinosaurier. In ihrem Erbgut schlummern die Relikte aus der Vergangenheit. Doch diese schlafen nicht immer. Im Ei durchläuft ein Vogelembryo verschiedene Entwicklungsphasen und zu Beginn
ähnelt er ganz einem Embryo seiner Urahnen. In seinem Erbgut steckt viel uralte genetische Information. Während der Embryonalentwicklung werden nach einem festen Muster solche Dinogene angeschaltet. Erst später werden neue Gene, Vogelgene, aktiv. Wissenschaftler wollen die Entwicklung manipulieren. Soll der embryonale Dinoschwanz erhalten bleiben? Oder die Dino-Hand? Oder sollen sich Dino-Zähne entwickeln? So müssen sie nur die alten Gene aktivieren und die neuen entsprechend blockieren. Bisher ist zwar noch kein Urzeittier aus einem Hühnerei geschlüpft, doch einige Forscher haben das Ziel vor Augen, die Evolution rückwärts zu steuern, in die Vergangenheit. Schritt für Schritt versuchen sie aus einem Hahn, durch gezieltes An- und Ausschalten von Genen, wieder etwas Ähnliches wie einen Dinosaurier zu kreieren. Eine Art Dino-Hahn. Die Urzeitechsen wiederzubeleben und vielleicht als Haustier zu halten, ist heute noch eine Vision. Doch wer weiß? Das Forschungsprojekt Ich wollt, ich hätt ein Huhn versucht, die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. Naja, aber mal ehrlich gesagt, das klingt doch sehr nach Dr. Frankenstein. Fassen wir mal zusammen. Ein bisschen Dino steckt in vielen Lebewesen, aber die Dinos sind weg. Für immer, das Thema ist durch. So einfach lässt sich die Vergangenheit nicht rekonstruieren, aber die Forscher werden nicht ruhen. Schauen wir stattdessen mal in die Zukunft. Freitag, der 13. April 2029. Apophis auf Erdkurs. Wird das auch so ein Desaster wie vor 65 Millionen Jahren oder geht das noch mal gut? Ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, die Gültigkeit der Naturgesetze, die Klarheit der Mathematik und scharfe Linsen haben die Frage bereits beantwortet. Ein Hoch auf die Himmelsmechaniker. Arizona. Kitt Peak Observatorium, Tag 1 nach der Entdeckung des neuen Asteroiden. Roy Tucker und seine Kollegen brennen darauf, dessen Bahn genauer zu studieren. Aus allen bis jetzt verfügbaren Daten erstellen sie eine Prognose. Apophis soll der kosmische Brocken heißen, nach dem ägyptischen Gott der Finsternis. Denn er wird der Erde sehr nahe kommen, das ist den Forschern schnell klar. Doch die Beobachtungsdaten reichen noch nicht für eine zuverlässige Aussage. Immer wieder fällt kosmischer Unrat auf unserem Planeten. Durchschnittlich einmal jährlich stürzt ein Brocken von der Größe eines Kleinwagens auf die Erde. Gewöhnlich verglüht er in der Atmosphäre. Gefährlich wird es etwa alle 1000 Jahre, wenn ein Asteroid so groß wie die Freiheitsstatue auf die Erde fällt. Er kann weite Regionen verwüsten oder einen verheerenden Tsunami verursachen. Alle 100 Millionen Jahre, so schätzen Wissenschaftler, kommt es zu einer Kollision mit einer kosmischen Gesteinsbombe, so groß wie das Matterhorn. Ein Einschlag dieser Dimension könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Apophis hat einen Durchmesser von etwa 350 Metern. Das schließen die Forscher aus seiner Helligkeit auf ihrem Bildschirm. Damit ist er etwa so groß wie das Pentagon. Ihre Entdeckung haben Roy Tucker und seine Kollegen, solange es ging, verfolgt. Erst mit der Morgendämmerung beenden sie ihre Beobachtungen. Noch ahnen sie nicht, dass der neue Asteroid weltweit für Aufregung sorgen wird. Was könnte passieren, wenn Apophis tatsächlich die Erde trifft? In einem Forschungszentrum der NASA feuern Wissenschaftler mit Gewehrkugeln auf unterschiedliche Materialien. Das Ergebnis? Die Einschlagskrater sind circa 20 Mal größer als der Körper, der sie verursacht. Der 1200 Meter breite Beringer Krater ist demnach etwa einem 60 Meter großen Brocken zu verdanken. Der viel größere Apophis
würde bei einem Einschlag die Energie von 3000 modernen Atombomben entfesseln. Im Vergleich zu den Zerstörungen in Tunguska in Sibirien würde er eine zigfach größere Fläche platt machen. Millionen von Asteroiden kreisen zwischen Mars und Jupiter um die Sonne. Immer wieder kommt es zu Kollisionen, die einzelne Brocken aus der Bahn schleudern. Zudem kann Jupiter durch seine Schwerkraft einzelne Asteroiden anziehen und deren Bahn verzerren. Auch so gelangt der eine oder andere in die Umgebung der Erde. Einmal geortet, sind die Bahnen der Asteroiden aber berechenbar.